So, rein in den zweiten Durchgang. Weiter geht's. Schauen wir mal, wer hier in diesem Finale diesmal die ersten Akzente setzen kann. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Elia! Ja, da fehlte einiges zum Torerfolg. Gieselmann. Arne Meyer. Robin Hack. Und jetzt Bart Stuber. Tolles Kurzpassspiel. Jetzt der große Offensivdrang fehlt aktuell so ein wenig. Aber klar, sie führen. Jetzt Bart Stuber. Gieselmann. Arne Meyer. Mike Franz. Füllkrug. Lars Stindl. Stindl! Mit dem Ball hat er gar keine Mühe. Gute Aktion. Ja, klasse Pass. Jetzt ist es gefährlich. Jetzt sind sie am Ball. Und direkt die nächste Ecke. Werfen wir noch mal einen Blick auf diese Chance. Hier, da war mehr drin, ganz klar. Hätte er es vielleicht besser mit der Innenseite versucht. Jetzt die Ecke. Stindl. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Oh ja, sah durchaus gefährlich aus. Waldemar Anton. Leitner. Mike Franz. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Jetzt haben sie den Ball. Mike Franz. Bart Stuber am Ball. Gieselmann. Stindl. Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Füllkrug. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Wir schauen uns die Entstehung des Tors nochmal an. Zunächst der wieder geduldige Aufbau und dann bringt er den Ball im Tor unter. Gar nicht besonders hart, aber mit so einem Ball hat der Torhüter nicht gerechnet. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Jetzt will man mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. 2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Die Nummer 9. Niklas Füllkrug. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Klar war. Den Ball gibt er erstmal nicht her. Ganz energisch. Den Schuss verzieht er, keine Gefahr für das Tor. Auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's.
Felix Klaus. Leitner. Waldemar Anton. Bart Stuber am Ball. Gieselmann. Und Bart Stuber. Leitner. Ja, der Ball läuft perfekt. Kurze, schnelle Anspiele, immer wieder sehr souverän. Gieselmann. Mike Franz. Felix Klaus. Leitner. Und da ist der Ball wieder weg. Schöner Pass jetzt. Auf außen ist Platz. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Felix Klaus. Waldemar Anton. Gieselmann. Arne Meyer. Da haben Sie den Ball. Gut gemacht. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Jetzt könnte es gefährlich werden. Florian Niederlechner. Niederlechner. Klasse Aktion. Torwart hält den Ball fest. Gieselmann. Waldemar Anton. Leitner. Felix Klaus. Leitner. Gieselmann. Ball ist jetzt wieder weg. Der Ball ist draußen, da kam das Zuspiel nicht an. Wenn Sie noch mal ins Spiel kommen wollen, müssen Sie jetzt reagieren. Und das macht der Trainer auch. Er nimmt den Wechsel vor. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Gieselmann. Felix Klaus. Leitner. Waldemar Anton. Robin Hack. Stindl. Füllkrug. Super Zweikampf, den Ball hat er. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Schöne Aktion. Jetzt vielleicht die Chance für Augsburg. Da kann er sich den Ball holen. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Genau hinschauen jetzt. War das eng. Schön geklärt. Żatkowski. Takashi Uzami. Ganz schwacher Pass. Ball draußen. Bart Stuber am Ball. Gieselmann. Und jetzt Bart Stuber. Arne Meyer. Nun Bart Stuber. Gute Pässe jetzt. Immer wieder wird der Ball kurz und schnell weitergespielt. Sie liegen hier ja auch vorne. Also klar. Arne Meyer. Leitner.
Waldemar Anton. Robin Hack. Gieselmann. Arne Meyer. Nun Bartstuber. Leitner. Und da ist der Ball wieder weg. Gute Aktion. Jetzt ist die Kugel weg. Gieselmann. Waldemar Anton. Leitner. Felix Klaus. Mike Franz. Gieselmann. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Und da verlieren sie den Ball. Weg ist der Ball. Arne Meyer. Waldemar Anton. Leitner. Felix Klaus. Mike Franz. Leitner. Arne Meyer. Robin Hack. Erst müsste mal eine zündende Idee kommen. Den holt er sich mit einem guten Tackling. Takashi Usami. Setzt sich da schön durch. Niederlechner. Florian Niederlechner. Das könnte es sein. Aktion geht weiter. Ja, klasse. Ball erstmal weg. Ecke. Auf den Rängen ist die Stimmung klasse, oder? Was meinst du, Buschi? Sehe ich auch so, Wolf. Da bekommt man Gänsehaut, Hühnerpelle, wenn man die hier singen hört. Jetzt kommt die Ecke. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja, ne? Ja. Kein Grund zur Aufregung, den hat er nicht richtig getroffen, muss er abhaken. Bad Stuber am Ball. Waldemar Anton. Leitner. Ja, der Ball läuft perfekt. Kurze, schnelle Anspiele immer wieder. Sehr souverän. Mike Franz. Arne Meyer. Robin Hack. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Sie versuchen, das Spiel jetzt breit zu machen. Arne Meyer. Stindl. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. So leicht dürfen sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Da ist die Balleroberung. Super Tackling. Elia. Max. Guter Pass jetzt.
Da spielt er den Ball Richtung Außenlinie. Das wird Abschluss geben jetzt. Jetzt kommt hier der Wechsel. Felix Klaus. Waldemar Anton. Arne Meyer. Wird's jetzt gefährlich? Gut durchgesetzt, gefährlich. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Da kommt die Ecke. Erstmal geklärt. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Ballverlust. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Ganz stark auf der Linie. Den Kopfball hat er. Eduard Löwen. Kevin Danzo. Sie bekommen den Abstoß. Ganz stark, wie Lars Stindl hier heute spielt. Der macht da vorne im Sturm mächtig Alarm und einmal hat der Ball ja auch schon gepasst. Arne Meyer. Waldemar Anton. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Unaufhaltsam. Lukas Klünter. Waldemar Anton. Läuft der Ball sehr gut. Der Ball läuft gut heute bei Ihnen. Ja, und sie bieten sich auch immer wieder gut an. Das macht richtig Spaß zuzugucken. Nur noch der Torwart vor sich. Der Versuch war harmlos. Eduard Löwen. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Żatkowski. Verteidigt da den Ballbesitz. Und es gibt natürlich Einwurf. Und jetzt Bartstuber. Lukas Klünter. Felix Klaus. Waldemar Anton. Gieselmann. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Da ist die Flanke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Arne Meyer. Da erobert er den Ball. Foul, Freistoß und das ist eine gute Gelegenheit. Ja, durchaus ein vielversprechender Freistoß.
Stindl. Super Freistoß, aber kein Tor. Ach, schade. Der wäre fast drin gewesen. Kein schlechter Versuch, da hat nicht so viel gefehlt. Ein richtig guter Versuch, aber der Ball geht über das Tor. Kovalev. Jetzt der Ballverlust. Felix Klaus. Füllkrug. Stindl. Ja, setzt gut den Körper ein. Eduard Löwen. Takashi Usami. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Niederlechner. Klasse Einsatz. Sieht gefährlich aus. Ah, da passt er nicht auf, nicht gut verteidigt. Er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Kein Tor! Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Ecke kommt in den 16er. Erstmal geklärt. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Da kann sich was entwickeln. Achtung jetzt. Tja, Ball wieder weg. Da müssen sie einfach konsequenter sein bei so einer Konterchance. Żatkowski. Gute Aktion. Niederlechner. Sie verlieren den Ball. Gieselmann. Stindl. Felix Klaus. Sie haben Platz. Kommt jetzt die Flanke? Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Stindl. Jetzt gibt's den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Da kommt der Schuss. Da geht er hin und kann den Schuss abfangen. Niederlechner. Elia. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Waldemar Anton. Arne Meyer. Bad Stuber am Ball. Gieselmann. Stindl. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Niederlechner. Elia. Takashi Usami. Und da verlieren sie den Ball. Es hat also nicht sollen sein für sie am Ende. Sie verpassen das große Ziel. Das ist bitter.
Ja, ist ganz normal, dass sie jetzt unglaublich enttäuscht sind, aber wer weiß, vielleicht klappt es im nächsten Anlauf. Kurz deine Einschätzung zu Lars Stindl. Wie hast du ihn heute gesehen? Stark gespielt. Hat seinen Treffer gemacht, hatte weitere gute Chancen. Ein Faktor für den Sieg heute.